Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe erst vor kurzem wieder in meinem Lager rumgestöbert und da ist mal eine Sache aufgefallen. Als ich aus meiner alten Werkstatt ausgezogen bin, habe ich diese Kiste ganz genau so gepackt und seitdem steht es in meinem Regal. Hier sind super gute Schrauben drin, aber die kann ich nicht wirklich gut benutzen, weil es halt super unorganisiert ist. Das ist auch vor allen Dingen so eine schöne Arbeitskiste noch von meinem Großvater, die ich viel lieber dafür benutzen würde, Werkzeug auf eine Baustelle mitzunehmen, als da Schrauben drin zu lagern. Alter, ich bin so ein Messi. Das kann ich immer noch. In diesen Kisten hier bewahre ich diese Karosserieschrauben auf. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Größen. Die sind super gut, wenn man sie braucht. Ich brauche sie zwar nicht so oft, aber wenn man sie braucht, ist es gut, wenn man weiß, was man überhaupt hat. Nun gibt es da draußen in den Weiten von YouTube natürlich schon super viele Videos, in denen euch gezeigt wird, wie man sich Kleinteilkisten selber bauen kann. Speziell aus dem Material, MDF oder irgendwie Schrankrückwände, wurden schon sehr, sehr viele Videos gemacht, wie man sich das hier bauen kann. Ich finde, das große Problem bei diesen ganzen Kisten, die man jetzt schon auf YouTube sehr oft gesehen hat, ist halt einfach das Material an sich. Viele haben MDF benutzt, es hat in meinen Augen so ein paar Nachteile. Der erste Nachteil in meinen Augen ist einfach das Material an sich. Das ist einfach nicht toll zu verarbeiten, wann immer ihr das schleift, schneidet oder was anderes, staubt das wie die Hölle und dieser doofe Staub ist in der ganzen Werkstatt dann. Der nächste Nachteil in meinen Augen ist einfach, dass das Material nicht so standfest ist. Das bedeutet, packt ihr mal diese kleine Kiste mit den Schrauben, mal in eure Werkzeugkiste und ihr nehmt sie mit irgendwie auf eine Baustelle oder in eure Wohnung und es regnet auf dem Weg und da kommen 3 Tropfen Wasser drauf, na, dann ist das schon gar nicht gut, weil MDF quillt dann direkt auf. Außerdem versuche ich mittlerweile, solche Dinge einfach so zu bauen, dass sie auch in 5 Jahren mir noch hier in der Werkstatt gefallen. Außerdem werde ich das Ganze aber auch versuchen, so zu bauen, dass du das vielleicht nachmachen kannst und das Ganze auch für deine Wohnung nutzen kannst. Das heißt, wir benutzen erstmal ein ganz anderes Material und werden das Ganze hoffentlich so schön machen, dass du das Ganze auch für deine Wohnung nutzen kannst. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel nähst, kannst du dort deine ganzen Kleinteile reinpacken und das hier ist nicht nur speziell auf die Werkstatt bezogen. Bevor wir aber jetzt mit dem Zuschnitt anfangen können, will ich noch einmal den Unterstützer für das heutige Projekt vorstellen. Und zwar ist das Ganze Safdesk. Safdesk ist die smarte Buchhaltungssoftware für Selbstständige, Freiberufler und Startups. By the way, das ist auch genau die Buchhaltungssoftware, die ich selbst schon seit mehreren Jahren nutze. Hier auf dem Kanal geht es ja größtenteils um das Thema Holzhandwerk. In der Vergangenheit habe ich euch ja auch schon öfters mal Projekte vorgestellt, mit denen ich früher schon angefangen habe, Geld zu verdienen. Hier ist es natürlich extrem wichtig, dass eure ganzen Ausgaben, eure Rechnungen, dass das alles korrekt hinterlegt ist, damit es hier auch in Zukunft keine Probleme gibt. Gerade wenn ihr zum Beispiel Materialkosten habt, wenn ihr zum Beispiel Holz einkauft oder andere Dinge, dann müsst ihr diese Ausgaben natürlich irgendwie hinterlegen. Und die automatische Belegerfassung ist gerade bei Safdesk wirklich richtig, richtig toll, denn das bedeutet, dass ihr einfach die Rechnung, den Beleg einscannen könnt und das Programm an sich erkennt sofort, welche Werte wo in der Buchhaltungssoftware hinterlegt werden können. Übrigens gibt es auch eine App fürs Handy. Damit könnt ihr das Ganze auch machen. Das bedeutet, ihr könnt mit eurer Smartphone-Kamera einfach den Beleg scannen und das Ganze wird auch hier automatisch in eurer Buchhaltungssoftware hinterlegt. Gerade diese App hat mir in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft Kopfzerbrechen vermieden. Denn wenn es zum Beispiel eine Rückfrage vom Steuerberater zu einer bestimmten Ausgabe zum Beispiel gab, konnte ich sagen, warte mal eine Sekunde, ich hole einfach kurz das Handy raus, schaue mir die Ausgabe an und dann konnte ich halt direkt weitere Infos durchgeben. Das bedeutet, ihr habt alle Informationen immer auch auf eurem Smartphone mit dabei. Gerade hier in der Werkstatt habe ich halt keinen Computer, deswegen ist das natürlich mega praktisch. In der Videobeschreibung habe ich hier mal noch einen Rabattcode, Konter100 lautet der, fertig gemacht. Dort kannst du einige Monate das Ganze kostenlos nutzen. Diese Buchhaltungssoftware wird auch schon in mehr als 100 Branchen genutzt. Ein Riesendank geht an die Firma Safdesk selbst raus, dass die mich und das hier mit möglich machen. Und ein Riesendankeschön geht an dich, meinen Zuschauer raus. Überzeug dich jetzt selbst von Safdesk. Wie gesagt, das ist das Rechnungsprogramm, die Buchhaltungssoftware, die auch ich schon selbst die letzten Jahre nutze. Genug geredet, jetzt geht's mit dem Zuschnitt los.
Wir haben jetzt unser Rohmaterial schon mal ganz grob hergestellt. Ich habe hier für Eichenholz benutzt. Das waren einfach noch Abschnitte von anderen Projekten. Und das habe ich halt einfach hergerichtet und dann halt jetzt auch schon mal grob geschliffen. By the way, ich habe das mit 100er Korn geschliffen. Das ist bei Eichenholz meistens schon wirklich ausreichend. Da braucht man gar nicht so fein zu schleifen. Was mir ganz wichtig ist bei dem heutigen Projekt, ich will nicht zu viele Einzelteile in die Hand nehmen und verleimen müssen. Deswegen haben wir jetzt auch hier noch solche lange Streifen. Die werden wir gleich auf Gärung zuschneiden und die werden wir nämlich dann verleimen. Und ich denke, das ist der riesen Vorteil gegenüber dieser einzelnen Bauweise, dass man halt so direkt viele Kisten gleichzeitig bauen kann. Jetzt werde ich das Ganze auf Gärung schneiden und dann schauen wir uns das mal genauer an. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Diese ganzen Teile können wir jetzt erstmal verleimen und da zeige ich da einmal fix, wie ich das mache. Ich breite mir die jetzt einfach einmal auf der Werkbank aus und gehe hier erstmal quer mit ein bisschen Kreppband drüber. Danach kommt noch eine Längsbahn drauf, damit uns der Holzlamm hier nicht rauslaufen kann. Und jetzt können wir einfach wie gewohnt unseren Holzleim aufgeben und schaut echt, dass er hier so wenig wie möglich reingebt, denn jedes Mal läuft bei mir der Holzleim dann innen wieder raus. Deswegen mache ich hier echt ziemlich wenig rein. Das hier ist immer so cool, wenn man es dann rumklappt und es einfach genau aufgeht. Jetzt noch auf die letzte Stelle ein bisschen Holzleim. Der Leim konnte trocknen, also jetzt können wir alles wieder auseinandernehmen. Jetzt haben wir hier diese Röhre fertig gemacht und beim Zuschnitt würde ich euch empfehlen, immer erstmal so kleine Teile vorne von den Endstücken abzuschneiden. Speziell jetzt bei mir weiß ich das, weil hier manche Holzstücke Haarrisse haben und Haarrisse sind natürlich hier dann tödlich, denn wenn hier ein feiner Haarriss drin ist, dann hält die Kiste nicht. Deswegen schneidet am besten ruhig mal vorne so die ersten paar Zentimeter immer ein bisschen ab, um zu sehen, ob das auch überhaupt hält. Jetzt können wir auf jeden Fall das dann machen und können dann, wenn das Ganze hält, die fertigen Kästchen erstmal rausschneiden. Ihr seht, wir haben hier diese schöne Röhre. Die Ecken haben wir von außen alle schon geschliffen. Da müssen wir das dann nicht bei den ganzen einzelnen Kisten separat halt eben machen. Ich glaube, ihr habt am Anfang ganz gut erkannt, dass bei mir ein feiner Haarriss, den man gar nicht wirklich erkannt hat, relativ weit ins Material reinging. Deswegen habe ich mehrere Schnitte doch gesetzt. Zugegebenermaßen war es jetzt doch ein bisschen mehr als erwartet. Aber jetzt haben wir hier halt so eine Kiste und wenn man da mal so leicht auf die Seiten drückt und das halt eben nicht auseinander geht, dann reicht das vollkommen aus. Und so haben wir jetzt schon mal den äußeren Kranz von unserer Kiste. Und jetzt werde ich als erstes mal ein bisschen Material herrichten für die Unterseite, also hier den Boden. Ein bisschen schleifen müssen wir natürlich auch hier. Es ist aber nicht so wild, weil es halt eben Eichenholz ist, ist es nach dem Schnitt schon eigentlich relativ gut. Wir werden das hier jetzt nur so ein bisschen anfasen. Als nächstes kann ich mir jetzt hier einfach so ein Kästchen nehmen. Kann hier eine Schicht Holzleim auftragen. Jetzt nehme ich mir einen Boden
Der ist übrigens auch bewusst größer gewählt. Das ist ein bisschen einfacher dann. Das drücke ich jetzt hier drauf und jetzt kann ich ein Gewicht draufstellen. Und so gehe ich jetzt bei allen vor. Und kann die halt einfach übereinander stapeln. Unsere Kästchen sind jetzt auch bereit und hier diese Überstände werde ich jetzt einfach bündig fräsen. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass mein Frässtich nicht so wirklich gut ist, weil das echt instabil ist und die Fräse auch langsam so ein bisschen den Geist aufgibt. Deswegen sind mal hier relativ viele Kanten rausgerissen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr einen besseren Frässtich habt als ich. Von diesen großen Schleiftellern hier habe ich leider keinen mehr da. Deswegen werde ich euch mal eine Alternative zu diesen fertigen Bögen hier zeigen. Und zwar sind das hier diese Schleifbögen auf der Rolle. Die haben ja auch das Hakenband drunter und das kann man natürlich auch einfach hier drauf drücken. So. Sieht noch nicht viel aus, aber das hier sind jetzt 45 Kleinteilkisten und viel Holz hat man dafür tatsächlich nicht wirklich gebraucht. Und jetzt gibt es ja natürlich nur noch eine Sache zu tun und zwar müssen hier diese ganzen Schrauben in diese Kistchen rein. Kann das gut gehen? Ich probiere es mal. Ich habe hier diesen Rollwagen und da kann ich jetzt diese Schrauben einfach mal reinpacken. Ich habe jetzt noch ziemlich viele von diesen Kisten hier übrig und das ist super, super praktisch, denn dann kann ich auch andere Kleinteile ganz einfach hier reinräumen und ich will eh dieses Regal hier mal so, oder dieses Schubladenregal mal so ein bisschen dafür benutzen, für die kleinen Teile auch mal ein Fach zu haben, was dann in der Schublade drin ist, damit nicht alles verstaubt. So, was soll ich sagen? Das Ziel, was ich am Anfang vom Video, von dem Projekt hatte, habe ich auf jeden Fall erfüllt. Ich habe jetzt meine ganzen Schrauben hier in diesen Holzkisten einsortieren können und habe jetzt hier schon mal Ordnung geschaffen. Noch nicht ganz, denn das, was vorher in diesem Kästchen drin war, also in hier diesem Schrank, liegt jetzt hier auf der Werkbank. Das werde ich aber hinter der Kamera einfach mal so ein bisschen aussortieren. Das will ich in dem Video jetzt nicht zeigen. Hier habe ich jetzt auf jeden Fall diese ganzen Karosserieschrauben drin. Und wenn ich sie dann mal brauche, habe ich sie jetzt auch mal ein bisschen sortiert und kann auch die Kiste einfach mit mir mitnehmen. Wieder an den Arbeitsplatz, kann ich Schrauben verarbeiten und habe nicht alles unsortiert irgendwie in dieser Arbeitskiste drin liegen. Und wenn dich das interessiert hat, dann schau doch sehr gerne mal bei einem von diesen beiden Videos auch noch vorbei. Da mache ich auch ein bisschen was hier in der Werkstatt. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.